Am 9.10.2021 lud Tesla zum Tag der offenen Tür an seiner Gigafactory 4 in Grünheide ein. Zutritt erhielt nur der Glückliche, der auch ein Ticket erhalten hatte. Nach Berichten gab es über 1 Million Anmeldungen für die 9000 Tickets. Der Eintritt war frei. So gab es eine ausgelassene Volksfeststimmung mit allerlei für Groß und Klein. Die Kleinen konnten selber Tesla fahren, aber auch die Großen auf einer Beschleunigungsstrecke. Bei dem bunten Model Y, welches hier in der Mitte zu sehen ist, soll es sich um die erste Testfertigung aus der Giga 4 in Grünheide handeln. Für die Besucher gab es natürlich auch eine Werksführung. Dort zu bestaunen gab es eine Robotershow, wo die Produktionseinheiten natürlich testweise und ohne Material liefen, um den Besuchern zu demonstrieren, wie die Gigafactory 4 zukünftig arbeiten soll. Nach der Robotershow ging es dann ins Presswerk, wo Besucher die großen Pressen bei ihrer Arbeit bestaunen durften. Anschließend wurden fertig gepresste Teile den Besuchern zur Schau gestellt. Und entlang an unzähligen Karosserieteilen, welche eventuell schon in der Giga 4 produziert wurden oder angeliefert wurden, ging es dann rüber zum Karosseriebau. Dort fand sich unter anderem ein Kunstwerk ausgestellt von hängenden Karosserieteilen als Ensemble arrangiert. Insgesamt wurden den Besuchern viele Teile präsentiert. Alles wirkte natürlich ein wenig wie Show, aber so ist das natürlich bei einem Tag der offenen Tür. Und so konnten Besucher aber auch diverse neue Teile bestaunen. So zum Beispiel für das Model Y, welches zukünftig in Grünheide gebaut werden soll, mit, wie von Tesla angekündigt, zukünftig in der Giga 4 in Grünheide produziert werden sollen. So soll das Tesla Model Y zukünftig aus zwei großen Front- und Heckeinheiten bestehen, die als ein gesamtes Bauteil produziert werden. Hier sehr schön zu sehen, dass hinter den Seitenteilen, die bereits angebracht wurden, der Unterbau hinten und der Vorderbau aus einem gesamten großen Teil bestehen, wodurch sich die Steifigkeit der Karosserie beim Tesla Model Y nochmal verbessern soll. Bestandteil dieser Karosserie soll dann auch der Akku werden. Das bedeutet, der Akku soll zukünftig kein separates Bauteil mehr sein, sondern soll in die Karosserie im Unterboden integriert werden und somit für noch mehr Crash-Sicherheit sorgen. Insgesamt durften die Besucher viele, viele Kilometer durch die Giga 4 laufen, denn das Gelände ist riesig. Vorbei an diversen Probeproduktionen, Testeinheiten, Robotershows. Ging es dann in die Lackiererei. Hier zu bestaunen war ein gigantischer Fahrstuhl, mit dem die Fahrzeuge zwischen den Etagen transportiert werden. In der Lackiererei wurden ebenso einige Teile ausgestellt, mit denen die Firma Tesla ihren Qualitätsanspruch und ihren Qualitätsstandard, der aktuell schon besteht, nochmal unterstreichen wollte. So gab es vom Rohbau bis zum fertig lackierten Fahrzeug alle Stadien einzeln zu sehen. Hinter der Lackiererei standen dann auch einige Testeinheiten, die, wie sie augenscheinlich aussahen,
offensichtlich dem Einstellen der Roboter und der Maschinen und dem Einarbeiten der Mitarbeiter dienten. Doch auch solche Testeinheiten sind notwendig, um zukünftig einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Immer mal wieder gab es kleine Bauzäune, zwischen denen sich ein Blick erhaschen ließ und bei dem man sehen konnte, dass die Gigafactory 4 in Grünheide noch bei weitem nicht fertig ist. Hier zu sehen wahrscheinlich die Auslieferung. Ob Fahrzeuge tatsächlich nach Genehmigung ab November bereits hier ausgeliefert werden, bleibt offen. Jedoch setzt Elon Musk strenge Zeitpläne, die sehr ambitioniert sind und unter denen die Mitarbeiter sicherlich ordentlich zu kämpfen haben, diese einzuhalten. Entlang der Aluminiumbarren, welche später in der Gießerei eingeschmolzen werden, um in der Gigapresse verarbeitet zu werden, ging es dann auch in eben jene Gießerei, wo mehrere von den Gigapressen standen. Dieses imposante Werkzeug dient eben dazu, um die zuvor angesprochenen Bauteile, den Vorderbau und das Heck aus einem Stück produzieren zu können. In der Endmontage war dann logischerweise noch relativ wenig los, denn die Produktion hat noch nicht begonnen, aber der Platz und die Räumlichkeiten sind schon sehr imposant. Dafür stellte Tesla jedoch die aktuell verbauten Matrix-Scheinwerfer zur Schau und was diese so können. In diesem Fall waren sie natürlich umprogrammiert und in solch einem Fall wäre das natürlich ohne Straßenzulassung. Jedoch bleibt abzuwarten, was Tesla vielleicht noch in der Schublade hat. Schließlich ist der Black Swan und das Furzkissen schon eine Weile her. Obwohl die Zellproduktion erst im nächsten Ausbauschritt kommt, ließ es sich Tesla nicht nehmen, schon mal zu zeigen, was es damit auf sich hat und den Besuchern hier zu demonstrieren, wie solch ein Akku aufgebaut wird und wie er letztendlich aussieht, wenn er verbaut ist. Ebenso interessant war die Neutyp-Einführung, worunter Tesla eben jene Prozesse versteht, für die sie bekannt sind. Und zwar während eines laufenden Produktionsprozesses, während eines laufenden Modells, an eben diesem permanent Verbesserungen und Optimierungen vorzunehmen. Bei der Werksführung wurde den Besuchern dann ebenso demonstriert, wie wenig es eigentlich tatsächlich braucht, um ein Fahrzeug autonom fahren zu lassen. Insgesamt ging der Tag der offenen Tür bis in die späten Abendstunden. Hier deutlich zu sehen eine Menschentraube um die Bühne herum, als Elon Musk dann auftrat und noch einige Neuigkeiten verkündete. Den Auftritt von Elon Musk haben wir hier leider nicht auf dem Kanal, da es dazu genügend andere Videos auf YouTube gibt. Schaut euch gerne mal um. Wir wollten euch gerne einen Eindruck verschaffen vom Tag der offenen Tür und der Stimmung, die dort herrschte. Bis in die späten Abendstunden war Elon Musk noch in einem Büro zu beobachten, wie er das ganze Treiben auf dem Vorgelände der Giga 4 beobachtete. Elon Musk ließ es sich nicht nehmen, natürlich auch entsprechende Show-Acts einzubauen. So wurden hier zwei Tesla-Spulen aufgebaut, welche in das Musikensemble musikalisch eingebunden wurden. Die Leute tanzten ausgelassen bis in die späten Abendstunden zu den Beats eines von Elons Lieblings-DJs. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert gerne unseren Kanal, damit ihr immer informiert seid, wenn es von uns für euch ein neues Video gibt. Wenn euch das nicht gefallen hat, dann gebt mir auch gerne einen Daumen nach unten. Dann schreibt aber gerne auch konstruktiv in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat. In diesem Sinne sage ich danke, ciao und bis zum nächsten Mal.